Huang Yibo ist erst 13 Jahre alt. In seinem Internetblog ist zu sehen, dass er sich schon wie ein Mitglied der Kommunistischen Partei verhält. Der Junge soll mit 2 Jahren begonnen haben, Nachrichten des chinesischen Fernsehsenders zu schauen und mit 7 Jahren Zeitungen zu lesen. Laut der staatseigenen China Daily hat er bereits mehrere Auszeichnungen erhalten und wurde zu einem der 100 herausragenden Jugendlichen des Landes gekürt. Jetzt ist er in Wuhan stellvertretender Vorsitzender der Jungen Pioniere, eine Organisation, die Kinder langsam auf den Eintritt in die Kommunistische Partei vorbereitet. Huang hat in den letzten Wochen für viel Aufsehen im Internet gesorgt. Über 1,2 Millionen Menschen haben bereits seinen Blog besucht, auf dem er eigene Artikel veröffentlicht. Und Bilder, wie er Dokumente liest, sich um Ältere kümmert und für Fotos posiert. Ganz im Stil eines erwachsenen Parteikaders. Der Blog sorgt im Internet für eine Flut von Kommentaren. Viele wundern sich, warum sich ein Kind in diesem Alter so sehr für Politik interessiert. Andere halten es für einen Schwindel oder machen die Einflussnahme der staatlichen Medien, das staatliche Schulsystem und Huangs Eltern für sein Verhalten verantwortlich. Eine Person schreibt, tatsächlich hat China viele talentierte Kinder, doch sie wurden alle durch die Medien und Eltern wie euch ruiniert. Ein anderer schreibt, ein 2- oder 3-jähriges Kind sollte Comicfilme schauen. Sein Vater bestreitet jedoch, seinen Sohn auf einen politischen Weg zu führen. Er sagte in einem Interview mit der China Smack Website, ich möchte möglichst schnell Ruhe in die Sache bringen. Ich möchte wirklich nicht, dass mein Sohn verletzt wird. Er ist nur ein Kind. Wieso lassen einige Leute ihre Unzufriedenheit über die Gesellschaft an meinem Sohn aus? Chinesische Staatsmedien ließen sogar leichte Kritik über Huangs Situation zu. Yang Hongshan, Professor der Renmin-Universität in Peking, erzählte der China Daily, ich denke nicht, dass es die natürliche Entscheidung eines Jungen ist. Es muss etwas mit seinen Eltern und seinem Umfeld zu tun haben, die ihm womöglich eingeimpft haben, für wie wichtig die Gesellschaft Amtspositionen und Rang hält. Zur Klärung des Falls soll eine baldige Pressekonferenz der Kommunistischen Jugendliga in Huangs Heimatstadt Wuhan beitragen.